Willkommen bei Rauchis Reisen und somit auch zu einer weiteren Folge von Berg und Tal. Heute sind wir im Kanton Wallis, Ausserberg, Walliser Deutsch Üsserberg, und es geht auf dem Sonnenweg Richtung Hotenn. Ja, und mit Sonne, momentan macht uns da der Sahara-Staub einen Strich durch die Rechnung, aber wir sind ja guten Mutes, dass die Sonne noch kommt. Sonnenbrille jedenfalls in Griffnähe. 13 Kilometer so ungefähr soll die Wanderung dauern. Mal schauen, ob wir etwas Sonne finden auf dem Sonnenweg. Und hier führt auch eine spektakuläre Bahnlinie entlang am Sonnenweg. Ach, jetzt hat der mir noch dazwischen geredet. Gut, ja, also eben, eine spektakuläre, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der macht das mit Absicht. Also, eine spektakuläre Bahnlinie führt dem Wanderweg entlang und für Bahnfans somit doppelt interessant, dieser Wanderweg. Derjenige, der dazwischen gequatscht hat, das war ein Schwarznasenschaf. Ganz bekannt und typisch hier im Wallis, diese Art von Schafen. Ja, sinnigerweise auch mit einer schwarzen Nase. So, jetzt relativ laut hier und es wird jetzt sogar relativ eng und dunkel. Dieser Weg an das, ja, geht hier hindurch. So,
Hier geht der Weg weiter und hier oben, Ursi mag noch nicht hin. So, hier, dann gibt es Licht im Tunnel. Eine ganz coole Sache hier in dem engen, dunklen Tunnel, zum guten Glück hat es Licht. Das Licht ist aus Sonnenenergie. Aus Sonnenenergie, am Sonnenweg. Gut. So, der Weg ist nicht ohne, der geht jetzt hier, so jetzt sieht man, ist hier hindurch. Also, unglaublich. Nun sind wir angekommen nach gut 3,5 Stunden Wanderzeit Gampelsteg hier am Bahnhof. Ja, zum Wanderweg. Wir hatten eben, wie gesagt, gut 3,5 Stunden. 220 Höhenmeter hinauf, 500 etwas mehr hinunter. Und der Weg, ein T3 Weg ist das schon, oft eigentlich kein Problem, vielleicht mit T2, aber einige Stellen dann wirklich auch etwas schmal. Also ja, Trittsicherheit und auch Schwindelfreiheit ist natürlich immer von Vorteil bei einer solchen Wanderung. Ja, der ganze Wanderweg hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Die Sonne hat leider etwas gefehlt, weil ja, die in der Sahara den Sand immer so herumliegen lassen, haben wir jetzt den bei uns und das hat die Sonne etwas getrübt, sonst wäre es heute nämlich ein wunderbar sonniger Tag gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat uns diese Wanderung sehr gut gefallen, auch mit den Aussichten auf die Bahnstrecke. Das ist auch etwas für Bahnliebhaber, wie gesagt. So, ja, das war es eigentlich schon von Berg und Tal auf dieser Wanderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch da mitgenommen haben auf dem Sonnenweg und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.